Okay, das ist gut zu wissen. Die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Wenn die hiermit spielbar ist, mal gucken, wäre ja eine Idee für später. Erstmal, hi, willkommen zur HSV-Karriere zurück. Ich weiß, ich habe Intro, der wird doch jetzt abgespielt. Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Und damit geht's rein in die HSV-Karriere. Shaqiri gibt Liverpool-Abwehr mit 4 Toren keine Chance. Das war zuletzt gewesen. Nationalteam abgestellte Spieler 9,6 Millionen. Champions League Deutschland abgegrast. So, dann sollst du. Ach so, der findet sich schon mal. Na, geht Holland. Ja, dann ab nach Holland. Benjamin Michel, das war fantastisch, Spaß. Was für ein Erlebnis. Ich möchte mich bei ihm bedanken, dass ich zeigen durfte, wie wichtig es für die Mannschaft sein kann. Überragende Leistung. So. In Real Life ist ja Levin Öztunali, der Enkel von Uwe Seeler, ja gewechselt. Ich glaube, Uwe Seeler wäre auf alle Fälle stolz auf ihn. Mal gucken, auch wenn die Karriere hier schon weiter vorangeschritten ist. Mal gucken, ob es den hier noch gibt. Weil die Karriere ist ja schon ein paar Saisons älter. Levin. Ich hoffe, ich schreibe ihn jetzt richtig, den Burschen. Entschuldigung. Öztunali, da ist er. Ja, hier ist er schon 30, in Real Life ist er ja 27. Öztunali. Noch bei Union. 4,1 Mille. Oh, why not, ne? Können wir auch mal holen. Ich glaube, bei Öztunali fehlt der I-Punkt, aber gut, kann man mal hinwegsehen. Ramos? Ich weiß gar nicht, der Guilherme Ramos. Wie ist er denn hier? In Fiverr? Ne, das ist der falsche Ramos da unten. Der Stürmer. Da Guilherme Ramos. Hier ist schon 28, wir bleiben noch jünger. Die Young Boys, das wären 8,7 Müller. Kann man ja mal vormerken, ne? Das ist ja nichts Verkehrtes dran. So. In Real Life haben wir ja Nemeth auf alle Fälle, der hier im Winter dazu kam. Ja, hier Andras Nemeth. Da die Karriere früher gestartet war, weiß ich. Al-Shabab, alles klar. Kann man ja aber auch mal gucken und vielleicht mal vormerken hier den Andras Nemeth. So. Okay, gut, dann ist das auch schon mal geklärt. Cherki hat eine 87. Oh, wie nice ist das denn? So, Zentrale. Haben wir einen Einsatz? Nein, es geht gegen Kölle. Jetzt danach, glaube ich, Länderspielpause. Training simulieren. So, weiter geht's. HSV, Champions-League-Auslosung. Dortmund. Wir treffen auf dem BVB in der Champions League. Oha! So. Kaderbach bei Köln. In Real Life ist er ja bei uns. Jetzt gegen Kaderbach und Co. Rot hat eine 76 innerhalb von einem Tag weiter Sequenz einblenden hier gefühlt. Pazuno hat die 80. Nice. Nice. Shaqiri aber nicht ganz fit. Dafür darf Quentin von Anfang an ran. Alex Meade hat eine 61, der Junge. Dafür Metscher, die hat er darf spielen. Univart eine 78. Den lasse ich mal für Knauf über den Flügel. Bayern nicht fit, Rote zieht durch. Cardoso! Dafür Scully, der eine 72er. 72, genau. Erstmal downgraden, genau. 82. Ah, schön. Colombo 72, nehme ich mit für Bayer. Benjamin Micha eine 64, Schmidt hat die 70. Den Gellem möchte ich gerne für Scalvini heute mal von Anfang an sehen. Also beide Deutz, zwei Michels. Gellem Doll mit rein, so wird meine Elf. Gegen Katterbach und Co., das wird Höhepunkte gespielt gegen Köln zu Beginn. Let's go! Aber Dortmund in der Champions League, das ist ja gleich mal krasser Auftakt, so das zu erfahren in der nächsten Runde. Vor allem, das ist ja auch mit Dortmund ja auch Kloppos alte Wirkungsstätte. Das wird nochmal interessant.
So, gegen Köln, 27. Spieltag. Geh gleich rein, Attacke. Konter für den FC. Dann sehen wir die Aufstellung nochmal eingeblendet. Ich muss immer wieder reinkommen hier. Und ja, der Controller wird sich wie immer jetzt am Anfang ein bisschen rumbacken, aber am Ende fängt er sich wieder, kennt man ja schon. Ja, solange man Batum und Tor hat, wird schon nicht schief gehen. Ecke HSV. Ventin darf die Ecke ausführen. Gucken wir mal. Kopfball! Oh, Doyle! Freistoß für den FC. Farah Valley darf den ausführen. Oh, er hat die Tell da gelassen, aber gut verteidigt. Sehr gut gemacht. Konter HSV. Zweite Halbzeit mittlerweile, 50. Spielminute. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist schon ein paar Tage her, wo ich hier zuletzt gezockt hatte. So, jetzt Köln wieder. Oh, schön. Alleingang HSV. Jetzt werden wir es gut rausspielen, jawohl. Michel. Oh, der ist gut. Oh. Gut quergelegt, der Abschluss war ein bisschen mies, aber egal. 0-0, torlos, besser als eine Niederlage. 2-2 Leverkusen, 3-1 Hoffenheim, Dortmund spielt noch. Und ich habe gesehen, bei Köln, da stand auch Tanguy Nianzou. Stand eben zumindest am Ende bei der 10er, bei der Sequenz. Auch interessant schon mal zu wissen, dass da auch Nianzou ist. Ein Tanguy Nianzou. So. Scabini zufrieden mit Spielzeiten. Nice. Dann trainieren wir mal weiter. Kloppo! Und FC Köln trennt sie unentschieden. Das stimmt. Weiter geht's. Jugendspieler will weg. Philipp Hasler. Interesse an Miretti. Okay, okay. Philipp Hasler. Das ist der Kollege hier mit 91er Potenzial. Den werden wir mal zum Profi befördern. Die nächsten werden wahrscheinlich auch gleich weg. Hervorragende Jugendarbeit, wunderbar. So, Ludovic Reis. Hallo Boss, Sie wissen das eher, wie frustriert ich bin. Gehörst du weiter zum Team? Keine Sorge, ich habe dich im Hinterkopf. Das ist das Beste. Und ich glaube, im nächsten Spiel, Ludovic, werde ich dich auch wieder reinbringen. Wieder ZDM oder ZOM. So, der Hasler, bestimmt davon hat er geträumt, was auch immer. Apropos Hasler, Teamzentrale. Gucken wir mal. Koulibaly 71, der Arnold plus hier auf 68. Okay, Sumberi will irgendwie gar nicht mehr hoch, bringt irgendwie null was. Nächste Sommer vielleicht neu verleihen oder so. So, der Hasler, aufregender Mann für die Zuge, der hat jetzt schon plus 4, okay. Gehst auf die Leihliste. Da haben wir doch schon mal was Gutes wieder gefunden. So, mal hier generell durchgehen. Mal gucken, was hier noch so abgeht. Plus 16 Alex Michel. Das waren plus 2 Benjamin Michel. Bei Banish müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Künstler plus 1, Knau plus 1, Diata hält die 80. Chefschock plus 1 bei der Leihe. Auch bei Watford. Nice. Wie. Jetzt mal kurz gucken, wie der hier oben. Wie Sumberi. Also da haben sie doch Sumberi und Chefschuk wiedergefunden. Nice. Megi auf eine 69, super. Univar plus 278. Sherky plus 5. Schmidt plus 3. Anton Meyer plus 2 bei der Laie bei Heinheim. Wunderbar. Quentin plus 3. Demiovic hält die 79. Hartmann plus 7. Nice. Plus 4 Samuel Werner. Boateng plus 1. Tell plus 1. Ja, wunderbar. Apropos Ibrahim, plus 1, wunderbar. Und der Robert auch. Robert, plus 1. Ja, er natürlich minus 1, aber er ist ein Spieler für die Geschichtsbücher. Ich habe gesagt, Sven soll er nicht als freier Spieler, sondern bei uns die Karriere beenden, Sven Ulreich. So. Dann machen wir mal weiter. Leverkusen steht als nächstes an. Training wird wie immer simuliert.
kann ja mal kurz die Tabelle schauen. Wir sind Fünfter aktuell. Wenn wir gewinnen, sogar mit 3-0 oder so, könnten wir Leverkusen wegen der Tordifferenz überholen. Aber ansonsten kommen wir punktemäßig ran. Okay, da kommt Dortmund in der Champions League. Oha. Das ist ein kracher Duell. Monatsbericht Jugendmannschaft. Ich war vorhin gerade da erst drin. Habe ich geträumt, du hast mich beeindruckt. Haben wir das auch geklärt. Machen weiter. Danach Union Berlin. Leihangebot Hasler, Swansea City, aber ohne Kaufoption bitte. Delegieren, 2 Jahresleihe, aber ohne Kaufoption. Und dann kommen wir perfekt ins Geschäft, Swansea. Party spielen. Entschuldigung. Shaky, alle anderen. Ach ja, die haben ja Richarlison. Oh, der ärgert uns ja immer gerne. Nö, ich würde sogar mit Matcher das so lassen, aber... Management, ich habe ja Reis versprochen, der darf. Reis darf für Doyle heute. So, das ist die einzige Änderung. Das Spiel gegen Leverkusen auch Höhepunkte. Die haben Gravenberg bei Leverkusen, okay. Auch interessant. Einfach mal vom Bayern oder von wo auch immer der da kam. Einfach mal Gravenberg verpflichtet. Das ist auch mal interessant. Also Leverkusen verstärkt sich weiter wie eh und je. So, es regnet in Hamburg. Bei meiner Perlenstadt. So, 28. Spieltag. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir gehen rein. Attacke. Ecke für Leverkusen. So. Munjain führt aus. Der Pfeil spinnt schon wieder wie sonst was. Einfach Kopfball verteidigen. Ja, so verteidigt man nicht. Ja, 0-1. So verteidigt man nicht. Ich wollte eigentlich zeigen, wie man es richtig macht, aber so macht man es nicht richtig. Und Akanji trifft. Manuel Akanji. Alles klar. Der ehemalige Dortmunder. So, vielleicht können wir es ja auch. So, Knauf. Flackt rein. Auf Tell, da soll der nicht in Vuskovic. Auf Cherki, aber noch läuft der Angriff. Na, so läuft er nicht. Oh, wenn der den jetzt Eigentor macht, wäre es sogar noch geiler gewesen. Aber okay, Angriff Leverkusen. So. Jetzt gut zustellen, was irgendwie hier gerade wieder gar nicht läuft. Ja, war zu schön. So, jetzt konnte Hamburger SV. Ludovic. Auch wenn du nicht so häufig triffst, aber zeig mal, was du kannst. Sieht einen Ryan Cherki mit. Nein, was macht Cherki da? Ja, er hätte ihn. Oh, er hätte ihn doch gerne wieder da erobert, weiterlaufen lassen können. Egal. So, jetzt heißt es wieder verteidigen. Boah, Scalvini, schön. Das war schön. Von Giorgio Scalvini. So, Lemar. Lemar Davis. Ah, der war schlecht. So, oh, das war gut von Leverkusen, Matuidi. Steht aber auch wieder sehr offen hinten. Konter für Leverkusen. Zweite Halbzeit mittlerweile. Okay, abseits von Leverkusen. Eckball HSV. Sind die letzten Minuten. Entweder wir verlieren oder nochmal unentschieden. Oder wie auch immer. Komm mal ran da, ich will kurz machen. Cherki, jawohl, Ausgleich. Ryan Cherki. So wichtig das Tor. Schön gemacht. Okay, aber Leverkusen darf nochmal leider. Hier regiert der HSV. Das Tor war so wichtig. 5. Tor in 19 Spielen. Schade, dass er jetzt ausgelaufen ist. Boah, was. Egal, wieder unentschieden. Aber an sich muss man sagen, es war auch leider ein sehr schweres Spiel. Leverkusen hat gut gespielt, stand hinten sehr offen. Also wir müssen uns da noch wieder ein bisschen
mehr besser. Und jetzt gegen Dortmund wird es nie leichter. Immerhin, Dortmund hat gegen Bayern verloren. Köln gewinnt gegen Bielefeld und so weiter und so fort. So, Cherki wird zum Held beim Ausgleich. Nach Union kommt wieder Dortmund das Rückspiel. Hallo Boss, Sie wissen, was Evi frustriert? Ja, ich hab alles im Hinterkopf. Alles gut. Macht euch keine Sorgen, liebe Spieler. Alles gut. Training wird simuliert. Das Hinspiel wird sowieso Höhepunkte gemacht. Gegen den BVB. PK kann man überspringen. Osimhen, oh Gott. Weindal, Kobel noch im Tor. Mboku, Kamara, Johannesson. Mhm. Aber wir müssen rotieren, sehe ich gerade. Matcher geht runter. Univar darf rein. Ich bringe Reis wieder für Tommy Doyle. Bayer darf rein. Cardoso hatte 76. Nice. Bei Ulreich steht wieder plus 1. Oh, nice. Königsdörfer nehme ich mit. Benesch nehme ich mit. Lass ihn mal da. Ich nehme Colombo mit. Und den Schmidt für Boateng. Und statt Tell darf ein Demirovic diesmal ran von Anfang an. So. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.